Morgenstund hat Gold im Mund. Und erst recht und ganz besonders hier im Tor zur Wüste, im Camp von Arne, wo ich jeden Morgen minutiös den Sonnenaufgang von der ersten Dämmerung bis zur Färbung des Himmels rötlich, bis zu den ersten wärmenden Strahlen beobachte, erlebe, genieße. Ja, herrlich, wunderbar. Jetzt habe ich wieder meinen Cappuccino, sitze auf meinem Fahrersitz gemütlich, richtig gemütlich, ziehe mir Cappuccino rein, schneide noch ein bisschen Filme, beobachte weiter den Sonnenaufgang, warte, bis es wärmer wird. Unten im Fußraum läuft meine kleine, aber feine, leise Keramikheizung. Schräg gegenüber steht ein cooles Geländefahrzeug mit Wohnaufsatz und mit der handelsüblichen, so beliebt gewordenen Dieselstandheizung. Wenn ich empfindlich wäre, würde ich mich darüber beschweren, dass sie mich im Schlaf stört, obwohl ich jetzt hier, ja, 30 Meter entfernt hause und ich als Dachzelt-Vagabund bin zu faul, mein Dachzelt aufzubauen. Aber nicht nur zu faul, sondern hier unten im Pennerauto auf engstem Raum gemeinsam mit meinen Hunden auf der Pennermatratze zu pennen, das macht mir total Spaß. Und überhaupt hier alles so klein, mickrig, aber funktional. Wird für die meisten Leute nicht verständlich sein, muss es auch nicht. Ich liebe es. Es mag daran liegen, dass ich als Kind, Jugendlicher bei den Pfadfindern war, dass ich bei der Armee, bei den Scharfschützen und Einzelkämpfern war, dass ich mein Lebtag gerne im Wald unterwegs war und gelernt habe, auf kleinstem Raum in spartanischer Weise zu überleben und mein Leben dabei sogar noch zu genießen. Heute besteht mein Frühstück hier aus Cappuccino. Eigentlich ein bisschen zu süß für meine Diabetes. Das hier ist gesund. Eine Nussmix-Mischung. Oh, die schmeckt mir total gut. Und ja, gut. Und so hocke ich jetzt hier ein bisschen und warte, bis es draußen etwas milder ist, denn es war wieder um die 0 Grad heute Nacht. Weise kann ich mir irgendwann reinmachen, das ist nicht so schnell.
Campbetreiber vom Tor zur Wüste baut alles, was hier sinnvoll ist, was notwendig ist, was cool ist. Sanitäranlage, Toilette, Waschbecken, Pissbecken, Spülbecken, alles selbst, freestyle-mäßig, Duschen, die gut funktionieren. Und jetzt ist er gerade dabei, so eine Art kleine Westernbar hier zu bauen, wo man abends gemütlich sitzen kann, was trinken kann oder bei Scheißwetter auch einen Regenschutz hat. Thank you.
Während ich hier vom Berg runter auf das Tor zur Wüste filme, steuert ein Hesse aus Darmstadt seine Drohne hier hoch zum Turm und hat jetzt mich gerade vermutlich gesehen. Listen to my soul song. Listen to my heart song. Listen to my soul song. Listen to my heart song. Listen to my soul song. Listen to my heart song. Look up, sun is shining. Sukino
Musik.